Oh, scheiße. Also dahinter war definitiv jetzt was. Jetzt hat die Tür wieder zudrückt. Und oh ja, okay, dann halte ich den Raum mal offen, der hier ist sicher, hier kann irgendwo was herkommen. Wenn was ist, stürme ich hier rein und verbarrikadiere irgendwie die Tür. Ich glaube, mir geht bald mein Öl aus. Ah, perfekt, Fackeln sind immer gut. Was? Dieses Fass enthält mehr als die Hälfte einer Laternenflüssigkeit. Ah, einige Tropfen enthält es nur. Ah, okay, das ist cool. Boah, diese Geräusche, man, echt irre. Okay, wieder noch ein Ölkännchen oder vielleicht ein Tintenkännchen, was dahinter. Ah, diese Kratzgeräusche sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt besser. Oh nein. Oh, klasse. Oh, das ist jetzt wirklich. Tja. Ah, die Fackel ist wieder aus. Schnell wieder an. Wie geht's mir? Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Okay. Der geistige Zustand ist unverändert. Okay, hier ist komplett dicht. Mach wieder an. Okay, ich war anscheinend eine ganze Weile weg. Hab ich jetzt irgendwo weiter oder? Ah, okay, die kann ich jetzt anheben, aber wegschiebe. Das ist gut. Ah ja, okay. So. Okay, hier geht natürlich mit Öffner gar nichts. Draußen rascheln irgendwelche Kette. Ich kann hier durch die Schlitze mal ein Stück rausgucken. Ich sehe nichts, das sich irgendwie verändert hat draußen. Da ist die Steine weg. Ich will die gar nicht so weit wegnehmen, wenn man jetzt mal sich verbarrikadieren müsste. Ist das hier ja wirklich die Ideallösung? Naja, war ja klar. Aber ich kann mal rausgucken. Okay, nichts. Boah, das ist abartig, wie schnell das Öl verbraucht. Okay, hört kein Öl mehr. So, komm. Und weg damit. Ja, klasse. Okay, aber wenn man das davor schiebt, dann kriegt man die Tür definitiv nicht mehr auf. Also angenommen, es verfolgt was. Mach einfach nur den hier, geht die Tür nicht mehr auf. Ist natürlich sehr praktisch, sowas. Okay. Okay, irgendwas hat sich. Ah! Okay, unser Kopf ist wieder besser. Wir haben nur noch leichte Kopfschmerzen. Ich brauche jetzt nur noch dieses Königswasser oder wie er immer es hieß. Oh Gott. Ah, Schweinekörper. Okay, das ist definitiv Blut. Und hier hat was gegen die Tür geklopft. Also das ist ja sicher. Dann hinter Drasseln Ketten. Oh, scheiße, okay, wenn was kommt. Hier hinrennen, die Tür verbarrikadiere. Oh, lecker. Zerstückelt es etwas. Nichts. Licht an. Puh. Oh. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here!
Na klasse, echt. Okay, die sind hier drin geplatzt. Und wurde dann von dem Alexander hier drin eingesperrt. Bis sie alle tot waren. Königswasser. Ich hab alles zusammen. Im Schrank. So. Oh Gott, das ist viel, aber ich glaube, das ist wichtig. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenberg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte. Ich nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und sich die Wahl des Barons wegen meiner Dummheit und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahlen, ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einen Trinkspruch. Was? Und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so begann die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Wir bitten um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schrien, ihre Haut wurde von ihren eigenen Knochen durchbohrt. Ich fühlte, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger... Okay, also sind hier drin tatsächlich geplatzt, sprichwörtlich. Oh je. Was ich sage. Wir können eigentlich raus hier. Oder? Waren wir dahinter in der Tür? Nein, noch nicht. Und hier ist auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, waren wir jetzt hier schon? Nee, die ist zu. Okay, mit einem ist so viel Öl, die Hälfte noch. Stehen wieder ein paar Kisten. Getting closer somehow. Oh nein. Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln. Lösch wenn möglich die Laterne. Oh nein. Bitte nicht, das ist aber ein eindeutiges Zeichen. Also ist hier drin einer. Zu 100%, oder? Bitte nicht. Okay, wo ist hier ganz dunkel? Dahinter im Eck. Ja, also wenn was ist, hocke ich zuerst da ins Eck. War da jetzt was oder war da nichts? Ich weiß es nicht. Oh je. Steine. Habe ich überhaupt noch zu höchstens 8 Stück. Oh ja, ein paar will ich eigentlich auch noch aufsparen. Okay, wenn ich hier eine finde, dann benutze ich sie auch. Oh ja. Okay, jetzt sind wir definitiv im Weinkeller. Ah, okay, die Tür war verbarrikadiert, deswegen ging hier nichts. Nimm das mal weg. Dass wir für den Fall schnell raus können. Ich schaue jetzt immer so, dass ich, falls etwas um die Ecke steht, so weit wie möglich davon entfernt bin.
Gucken wir mal hier wieder an. Hier wieder irgendwas, hier passiert was nicht was, oder? Rupiment, das war aber das falsche Mittel, oder? Okay, also langsam läuft hier echt viel in der Gegend rum. Mein Öl geht deshalb bald wirklich leer, also viel ist nicht mehr. Okay, jetzt schaue ich noch mal kurz ins Log, ins Journal meine ich. Okay, das ist klar, über das mit der Säure. Hier ein Tagebücher, okay, also nichts Neues. Puh, also dieser Hinweis mit den Feinden passiert, oh, das passt mir natürlich nicht, das bestätigt mich jetzt voll und ganz, dass uns irgendwas früher oder später angreift. Ich wette, wenn wir hier hinten laufen, haben wir's. Und das müssen wir sicherlich. Ich habe halt auch nicht mehr viel Öl. Ich habe nichts mehr zum Nachfüllen. Oh je. Yeah. Komm schon, ich traue mich jetzt einfach. Das kann doch nicht so schlimm sein. Hier ist nichts. Ach, irgendwas steht da. Was ist das? Oh, Scheiße. Kacke. Nicht bewegen. Okay, ich habe was gefunden, um meinen körperlichen Zustand zu verbessern. Ich lasse die Lampe jetzt aus und schleiche mich raus, so schnell wie es geht. Scheiße, die Tür nach dahin ist offen. Die ist zu. Im Dunkeln bleibe und schnell hier raus. Nichts umschmeiße. Oh je, da steht es dahin. Und ich habe natürlich die Tür entblockt. Okay, ich gehe hier ohne durch. Schnell wie möglich schleichend nach oben. Oh Gott. Okay, also war das vorhin nicht nur ein Hirngespinst. Wie geht's? Was ist das? Okay, Wunden zu heilen, dann nehme ich das mal. Okay, dann geht's mir wieder wunderbar. Hier raus, 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 hier. Oh, verdammt. Boah. Okay. Wow. Erste Begegnung war zum Glück. Boah. Hier jetzt auch. Hier Abstand halten. Boah, shit. Verdammt, ich komme hier nicht mehr durch. Ich muss hier durch zum... Ich kann die ja nicht mischen. Ah, ups. Ja. Ich brauche die richtige Apparatur. Ich habe auch überhaupt kein Öl mehr. Oh mein Gott. Ja, hier natürlich wieder der Wind. Okay, das zieht mir glaube ich nicht alt. Also zumindest hat es mir jetzt nichts abzogen. Ich könnte wieder probieren drüber zu springen, aber das reicht mir nicht im Leben. Durchlaufe. Ah, hier geht's jetzt, oder wie? Ah, okay, dann sind das nur die hier, wo mir Schade zufügt. Ich muss so aussehen wie so Blase. Aber gleich können wir ja was dagegen machen. Vielleicht können wir auch Öl herstellen, das wäre natürlich das Allercoolste. Ich meine, jetzt wirklich gar nichts mehr. Bitte, uns erwartet hier jetzt auch was. Weil die wandern ja schließlich auch durchs Schloss und bleiben nicht. Hier kommt sie ja noch irgendwas richtig Böses. Das Zeug steht wieder so, wie es mal war. Das passt mir alles so ganz und gar nicht. Das mache ich jetzt hier auch mal. Dampft immer nur noch hoch. Okay, das wird ja wohl die Apparatur sein, oder? Mach ich hier noch an. Ist das jetzt hier irgendwie? Ah, okay.